Schön, dass ihr wieder dabei seid. Fallout heißt das Game und ja, ich werde jetzt ein bisschen geschimpft von euch, aber ich war fleißig. Ich habe hier nämlich meine Pflanzen soweit nämlich angebaut und wir springen mal hier ins Baumenü. Ich habe nämlich auch noch hier oben, seht ihr, es ist alles grün, die Moral steigt und die Leute sind gut drauf. Hat den Hintergrund, dass ich hier ein bisschen noch was für die Siedlung getan habe. Macht sich an. Hier habe ich so eine Mine gelegt. Das Problem an dieser Mine, dass ich da Strom dafür brauche, aber ich weiß nicht, wie ich da den. Beziehungsweise ich weiß schon, dass ich hier zwar den Strom dahin bringen muss, zu dem Generator, aber scheinbar ist hier die Strecke zu weit. Und hier ist er auch zu weit. Das heißt, ich muss hier nochmal so ein Ding bauen. Das probiere ich jetzt einfach mal auch zwischenzeitlich. Nee. Jetzt habe ich ja mit Escape. Ab und an muss ich sagen, komme ich mit dem. Mit der Steuerung noch nicht so ganz zurecht. Rekrutierungsfunkleitstrahl könnte ich dann nachher auch mal bauen. Aktive Lautsprecher. Aber ich brauche jetzt erstmal Energie und. Nee. Energiepylon zum Beispiel. Damit sollte ich hoffentlich das machen können, was ich vorhab. Schauen wir mal, ob das jetzt aufgeht. So. Und jetzt noch du. Jetzt, oh, ich habe kein Kupfer mehr. Ich brauche noch schnell Kupfer. Kleinen Moment bitte. Ja, da ist natürlich kein Kupfer drin. Ganzes Haus und kein Kupfer. Auch kein Kupfer. Stahl, kein Kupfer. Also Stahl gibt es reichlich. Nur Kupfer gibt es wenig. Gucken wir noch hier mal rein. Auch Stahl. Beton. Vitrine. Das Holz. Ja, lagern wir mal ein. Kann man ja vielleicht immer noch brauchen. Fernseher, den lagere ich auch mal eher. Ich glaube nicht, dass ich den. Ne, den tue ich hier mal ganz klar eher lagern. Weil das kann ich ja nachher mir mein Häuschen noch schön machen. Stoff, Kaffeetisch, Bücherschrank. Den brauche ich nicht mehr. Man sieht hier unten immer ganz gut, was man verwerten kann und was man einlagern kann. Aber so mit Kupfer ist es noch nicht so wirklich bestimmt. Den Stuhl lagere ich mal lieber. Toilettentür. Die wird verwertet. Ist das? Kaputte Toilette. Naja, brauchen wir nicht drüber reden, was mit der passiert. Was alles aus Stahl ist. Soll ich den Teppich? Ach, den lagern wir mal sicherheitshalber ein. Kann ich ja nachher mein Häuschen nochmal ein bisschen schöner machen. Aber eigentlich will ich hier meine Mine fertig bauen. Nur so mit Kupfer und so, da ist es nicht so einfach. Den Lager mal. Da ist Kupfer. Mal schauen, ob das langt. Ich will ja eigentlich, wie gesagt, das eigentlich nur mal zeigen, wie das funktioniert. So, und jetzt hat sie auch Strom. Das heißt, ich habe hier so meine Verteidigungsvorrichtung so ein bisschen. Da ist eine Mine. Dann da ist ein Geschütz. Und ihr seht, der Schutz ist auch bei 12. Also meine Siedlung, die hat so ein bisschen Schutz mittlerweile erhalten. Briefkastenständer. Hier vorne. Oh, Hindernis. Das ist zur Stelle aus. Das kann man weg.
Ihr seht, da habe ich noch so einen Turm aufgebaut, wo man sich dann dahinter verstecken kann. Also ich war schon dann hier in der Zwischenzeit fleißig. Nichts anderes wollte ich eigentlich zeigen. Aber nun genug gebaut, sondern wir machen jetzt mal die Mission weiter. Dazu müssen wir hier zum guten alten Preston. Die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Ach übrigens, du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minutemen in der Nähe zur Hilfe rufen. Im Moment ist sie noch nicht so nützlich. Aber wenn sich uns ein paar mehr Siedlungen anschließen, wirst du irgendwann überall Hilfe rufen können. Siehste? Ich muss dich was fragen. Ich schätze, du weißt, dass ich einer der letzten Minutemen war. Aber ich hab dir nie wirklich erzählt, was mit uns geschehen ist. Ja. Bist du wirklich der letzte Minuteman? Vielleicht nicht im wörtlichen Sinne. Es muss eine Menge früherer Minutemen da draußen geben, die nach dem Quincy-Massaker angewidert aufgehört haben. Aber wir waren die letzte aktive Gruppe der Minutemen. Und jetzt, nun, jetzt bin nur noch ich übrig. Ja, das Quincy-Massaker wird mich jetzt mal interessieren. Das habe ich schon oft gehört, aber noch hat keiner was davon erzählt. Also hau mal her. Was war das Quincy-Massaker? Ich dachte, inzwischen wüsste jeder im Commonwealth davon. Ich war in Colonel Hollis Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners, griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend heraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Eine Katastrophe nach der anderen. Das Ende des Ganzen hast du in Concord gesehen. Ich hoffe, immer wieder sehen. Werden die Minutemen weiterleben. Ich werde nicht aufgeben. Aber ich kann das Commonwealth nicht allein beschützen. Ich kann ja kaum diese Leute beschützen. Deshalb rede ich mit dir. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen. Aber ich glaube, du schon. Warum kannst du die Minutemen genau nicht anführen? Warum nicht Weil du? Weil ich kein Anführer bin. Ich kann meine Leute durch ein Feuergefecht bringen. Ich kann einen Perimeter verteidigen. Aber das wird nicht reichen, um die Minutemen vor dem endgültigen Aus zu bewahren. Wir brauchen jemanden, der das ganze Commonwealth zusammenbringen kann, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und ich glaube, du bist die richtige Person dafür. Mr. Garvey hat recht, Sir. Wenn jemand die Leute einen kann, dann sie. Ja, ich würde sagen, ganz klar ja. Und wenn der wüsste, was ich in der realen Welt mache, dann würde er das umso noch mehr verlangen. Ich mach's. Sehr gut, Sir. Das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung für das Commonwealth. Gut, sehr gut. Willkommen an Bord. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein, General. Das ist eine ziemliche Beförderung, die du mir da gerade verpasst hast. Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben. Und danach konnten wir uns auf keinen Nachfolger einigen. Das einzig Gute, der letzte Minuteman zu sein, ist, mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es an dir, dafür zu sorgen, dass es mehr wird als nur ein bedeutungsloser Titel. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Sollte ich als General eigentlich dir nicht Aufträge geben? Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Das Problem ist aber, dass dort irgendwelche bösartigen Viecher leben. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück Na für toll, Stück. Ich fand die Stadt hier so schön. Habe ich jetzt... Ich sehe da jetzt keine Notwendigkeit. Wo ist denn das überhaupt? Toll. Ich habe mich doch hier so wohl gefühlt. Naja, jetzt fliegen wir mal dahin, in Anführungszeichen, und dann gehe ich von da aus weiter. Aber ich war doch hier so schick. Ich habe mich doch hier schon häuslich eingerichtet. Warum muss ich da jetzt noch was anderes machen? Das verstehe ich jetzt nicht. Hab da hier ein Häuschen, da habe ich Betten reingestellt. Oh, das habe ich euch gar nicht gezeigt, aber ja, ich habe Betten reingestellt. Absolut nicht notwendig. Und nun sowas. Naja, gut. So, was macht eigentlich mein Inventar? Ist mal wieder rappelvoll. Aber ich habe jetzt mittlerweile gesagt bekommen und ich weiß es auch. Kann ich zu Dienst sein? Ja, ich kann den nämlich als Packesel missbrauchen. Warte da. Mach ich. Komm schon. Schon erledigt.
Sir. Nee, ich will... Da, das will ich. Mein Hab und Gut. So, dann kann ich dir nämlich jetzt einfach mal ein bisschen was zustecken. Einkaufskorb brauche ich nicht. Fusionskern kann ich immer gebrauchen. Sonst Zelle. Gehen wir ihm erstmal. Haarklammer nehme ich auch, bleibe ich, behalte ich. Holz, Hubblume. Da kann nämlich, gebe ich ihm mal 7. Dass ich hier mal ein bisschen wieder mal Platz habe. Die Leuchtfackel behalte ich auch mal in der Form lieber. Die Leuchtpistole ebenfalls, man weiß ja nie. Die Mechanikeranzug, den brauche ich gerade nicht. Na, das ist doch alles, was ich ihm geben kann. Das ist doch schon mal was. So, jetzt habe ich auch wieder erstmal Platz. Jetzt fühle ich mich ein bisschen wohler. So, und wir nehmen die mit Bajonett. Und nun können wir mal weiter marschieren. Mal hier schauen. Ich glaube, ihr tut mir nichts, wenn ich euch nichts tue, wenn ich das richtig gelesen habe. Deswegen bleibt weg. Hey. Einfach mal nachkommen, würde ich sagen. Und da soll ich jetzt aufräumen, oder? Ist ja klar. Und das soll hier einen schönen Platz sein. Da ist mein Zuhause noch viel schöner. War ja klar, dass hier natürlich so eine Bombe liegt. Ich mach's Radio aus, ansonsten kommt die GEMA wieder und nervt mich. Ist ja nicht so, dass das alles nicht schon mal da gewesen wäre, gell? Ich gehe da mal weiter hoch. Gehe mit meiner Laterne. Meine Laterne mit mir. Aufgepasst, Cowboy. Na toll, ich sehe keinen einzigen Gegner. Ich weiß jetzt schon, wie das gleich rund geht. Ach, Heidewitzka. Dass man immer Sachen machen muss, auf die man eigentlich so gar keine Lust hat. Genau, mach ihn fertig. So ist gut. Ich glaube, da kommt noch sowas Fettes gleich irgendwo hervor. Ah, abgebrochen. Muss noch weiter rechts. Na, habe ja Gott sei Dank ein paar. Lass ich alles mal hier. Noch brauche ich es ja nicht. Toll. Dafür habe ich eine Haarklammer gebraucht. Ich dachte, hier wäre irgendwas Geileres, um echt zu sein. Aber gut. Also, ich gehe mal weiter. Lass mich überraschen. Oh Gott, ich bin so ein bisschen schreck. Ich mag ja so Horror und so. Viel Gewalt. Alles toll. Sobald es so ein bisschen gruselig wird, bin ich echt eine Memme. Ah ja.
Das muss ich ja ganz klar sagen. Es ist echt so, ich bin da sehr, sehr extrem. Wurde gerade ein Film gezeigt, als die Bomben gefallen sind. Okay, jetzt kann ich was bauen. So, das mache ich dann wohl hier drin. So, was muss ich jetzt bauen? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich glaube... Was ist irgendwas hier? Rekrutierungsfunkleitstrahl, glaube ich, war es. Oh Mann, jetzt weiß ich es nicht. Jetzt muss ich hier nochmal... So. Wo stand denn das? Die stand doch... So. Bauen aktiviere Rekrutierungssendestation. Ja, das hört sich doch nach dem an, was ich brauche, oder? Das wird schon das sein. Ich kann mir jetzt nicht anders... Nein. War doch das jetzt, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Aber scheinbar nicht. Habe ich doch gebaut. Ach, der braucht wahrscheinlich noch Strom, oder? Das wird natürlich Sinn machen. Also brauche ich noch so einen kleinen Generator, wo mir eine Keramik fehlt. Toll, wo finde ich jetzt wieder eine Keramik? Ich werde wahnsinnig. War da zufällig hier eine Keramik da drin? Kupfer. Vakuumröhre, aber keine Keramik natürlich. Das einzige Ding, was ich brauche, ich kann nicht. Vielleicht hätte ich vorher weniger bauen sollen, dann wäre jetzt meine Motivation größer. Wo soll ich jetzt hier auch eine Keramik finden, ey? Holz. Was bist du? Du bist gar nichts. Du bist ein Auto. Du bist noch ein Auto. Klickt hier nicht irgendwo so ein Scheißhaus rum? Oh. Ah. Stimpak. Mein Arm ist verkrüppelt. Stimpak hier, Stimpak da. Ich halte mich mal voll. Und ich brauche trotzdem noch eine Keramik. Was ist da drin? Keine Keramik. Das ist eine Keramik. Ha! Hab dich! Nee, ich wollte dich ein bisschen anders. Kann ich nochmal hier? Ja, das soll ja schön sein. Hey, nein, als Kronkorken. Sprich mit Preston. Wo ist Preston? Muss ich, ist der noch in dem anderen Ort, oder? Ab nach Sanctuary. Jetzt habe ich es denen da so schön gemacht. Jetzt muss ich da alles abreißen oder was? Und umziehen? Ich baue da einfach eine neue Ortschaft. Ich mache hier überall. Ich mache mich da zum Medienmogul und Industrie. Und irgendwann werde ich Kredithai. Und dann nehme ich sie alle aus, wenn sie alle in meinen Orten wohnen. Und dann sage ich, ich bin der General. Das ist ein Plan. Kann ich das? Würde ich sofort machen. Preston, ich habe da eine Idee.
komm mal du. Was ist denn das eigentlich für ein Ding auf der Karte? Das ist doch so ein Haus. Guckt mal hin, da unten, das ist so ein Haussymbol. Hallo, Sir. Ja, hallo, Sir. Das ist aber auf jeden Fall schon mal eine Anrede, mit der ich leben kann. Schau mich nicht so an, wie so ein Auto. Red mit mir. Ich habe den Ort gesäubert, an den du mich geschickt hast. Und ich habe einen Funkleitstrahl platziert. Das sind gute Neuigkeiten. Wenn die Leute erstmal ein Zuhause haben, werden sie auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Wie üblich habe ich noch was anderes, um das du dich kümmern könntest. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Natürlich, markierst du es mir auf meiner Karte. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Natürlich. Was denn auch sonst? Ich bin der General und du gibst mir die ganze Zeit Befehle. Das macht für mich absolut viel Sinn. Hier ist es gar nicht so schlecht. Ach, Sachen habe ich ja gebaut. Ach, ich wollte euch ja noch meine Matratzenlager zeigen, wo ich ja gesagt habe, dass ich hier Betten gebaut habe. Und schaut's her, da kann man schlafen. Sind sie nicht schön, die Betten? Da kann sogar ich schlafen. Und hier, das ist sogar das alte Schlafzimmer von meinem Kind, kann man auch nochmal schlafen. Also ist überall Schlafmöglichkeiten. Schick, schick. Finde ich super wunderschönes Haus. Aber gut. Muss ja nicht jeder so sehen. Jetzt will ich hier mal wieder mal dieses Thread-Problem wegbekommen. Deswegen Red away. Und weg ist es. Aha. Und nun kann ich mich da hier zu dem anderen Ort aufmachen, den ich ja unbedingt besuchen will. Oh, da muss ich wieder so weit. Ist das Oberlandstation? Naja. Dann reisen wir halt dahin und dann ab da Richtung Oberlandstation. Sollte man eigentlich auch noch gut in der Folge hinbekommen, dass ich da hinkomme. Für jede von dir gesammelte Ausgabe von Tabu-Tattoos. Das ist ja lustig. So. Also hier, wie gesagt, hier muss ich jetzt vielleicht wieder ein bisschen vorsichtiger sein. Hier ging es ja vorher sehr rund. Muss ich mal gucken, da muss ich lang. Weil nicht, dass hier auf einmal die Nächsten da mir wieder gegenüberstehen und ich dann da mich wie wild durchballern muss. Wie Arnie. I'll be back. Gibt's da hier in dem Haus irgendwas Cooles? Ruinen machen mich ja so ein bisschen an. Hallo, Ruine. Ist da? Schweißerbrille. Wo ist Shanka? Ne. Genau, mach mal. Diese ekligen Kakerlakenviecher, Dreck. Spielzeugrakete. Damit könnte ich mir eigentlich mein Häuschen aufbauen, aber nein. Ich gehe mal weiter. Sowas Cooles gab es da jetzt nicht, was ich mir so erwartet oder hofft hätte. Sowas Lässiges. Oh, da brennt irgendwas. Entweder die sind jetzt gleich freundlich oder ich passiert ja gleich der nächste. Die Abfallentsorgung. Hallo Jungs, ist hier jemand? Oh oh oh, da ist scheinbar. Da ganz schön viel. Der macht es. War das jetzt da vorne, dass ich hier so verstrahlt worden bin, oder ist das nur einfach hier, weil so hier ist doch noch gerade was passiert. Jetzt ist ja gut. Aber ich hatte mir gehofft, vielleicht finde ich hier noch eine Fusionszelle. Das war zumindest so meine Hoffnung.
als ich hier reingegangen bin, dass ich mir dachte, vielleicht gibt es hier noch eine leckere Fusionszelle, aber wie gesagt, da vorne noch nicht. Da war jetzt hier, als ich, dass ich... Ach, da. Ich sehe schon. Deswegen, da will ich jetzt nicht so lange auf mich aufhalten. Natürlich macht auch Sinn, weil so eine Entsorgungsstation einfach mal so Atomfässer lagern zu lassen. Für mich das naheliegendste überhaupt. Also so Autofahren hier fände ich noch total toll. Aber ich glaube, hier finde ich nicht mehr. Beziehungsweise wahrscheinlich würde ich schon noch was finden, wenn ich jetzt so ewig rumsuchen würde, aber es soll ja alles gewissermaßen zuschauerfreundlich bleiben. Und wie gesagt, ich werde jetzt mal rüberlaufen und wenn ich da drüben angekommen bin, dann ist glaube ich eh so, dass ich sag, dann ist die Folge beendet. Ich glaube, das kommt sich alles, geht sich alles gut aus. Hey, wer seid's denn ihr? Ja, ja, ist mir jetzt egal. Ich ernte jetzt mal eure Pflanzen, weil das kann ich alles für meine Siedlung brauchen. Alles meins. Vielen Dank, Jungs und Mädels, ihr braucht es eh nicht mehr. So, was gibt's da noch? Eine Werkstatt, die brauche ich nicht. Spielmittel, weiß ich auch nicht, ob ich das brauche. Das könnte jetzt mal eine Fusionszelle hier rumliegen, oder? Nee, stehlen will ich jetzt nichts. Treibstoff, das könnte ich bestimmt brauchen. Lötlampe hätte ich auch. Ich nehme alles, was grün ist, weil das darf ich nehmen. Alles andere ist uns böse. So, wir laufen da mal rüber. Anstrengend, ich weiß, es tut mir leid. Ich will dich eigentlich nicht so hernehmen, aber jetzt muss er halt durch. Es ist so verlockend, alles anzugucken. Und das ist das Schöne oder das Spannende an dem Spiel. Das wird ein Spaß. Verwilderter Alpha-Mischling, der glaube ich, wird unangenehm. Aber nicht hier mit meinem Cotsworth. So, das Fleisch, das loote ich aber auf jeden Fall. Das ist mal sowas von meinem Fleisch. Wie gesagt, ihr seht oben mit den Frequenzen, ab und an kommt was oder sonstiges. Ich habe halt einfach Angst mit den Radiosendern, dass wenn ich da was anhöre, dass ich dann halt wirklich wieder das Video im Arsch ist. Und deswegen mache ich es nicht, also da will ich nicht wundern. Kann ich da pumpen? Und was passiert dann? Haben die Minutemen dich geschickt? Ja. Kam ja richtig viel raus, scheinbar. Wer was? Wer will das wissen? Da. Hallo. Ja, ich bin hier, um zu helfen. Was ist los? Es gibt da eine Raidergruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Natürlich, sie tun Raider. Uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Oh. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Weißt du, wie viele Raider es in etwa sind? Ich weiß nicht. Dieses Mal waren es 3. Aber wer weiß, wie viele sich noch in ihrem Unterschlupf verkrochen haben. Bestimmt nicht nur 3. Na gut, also es sind wohl mehr als 3 Raider und ich werde sie mal wieder ausschlachten dürfen. Also von dem her, in der nächsten Folge seht ihr mehr, wie ich mich den Raider stelle. Bis dahin, euer Alcaramba.